Du, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Da ist eine Sache, die ich dir noch sagen wollte. Ach nee, du hast einen anderen? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also, ich bin transsexuell. Das heißt, dass du bist eine Frau und wärst gern ein Mann? Oder andersrum? Oder? Ich bin verwirrt. Du, kein Problem. Ich fühle mich schon immer als Frau, wurde aber als Mann geboren. Ist das ein Problem für dich? Nein, Problem? Ich doch nicht. Nee. Gut, dann bin ich aber froh. Das ist doch toll. Großartig. Ich meine, das ist ja nicht immer super für dich, aber... Ehrlich, ich mag dich. Wäre es für dich auch kein Problem, wenn wir uns so ein bisschen näher kommen würden? Ja, nein, also unbedingt. Nein, nee, überhaupt nicht. Ich meine, du bist ja, da ist, du bist, also praktisch... Ihr Penis ist das Problem. Nicht meine. Du, ich benutze den ja nicht. Du musst den ja auch nicht anfassen. Anfassen? Naja, bis zur finalen Operation müssen wir uns eben ein bisschen drumherum arbeiten. Drumherum? Ich kann ja verstehen, wenn es alles ein bisschen zu viel ist. Nein, 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 nee. Ich mag dich. Ich mag dich wirklich sehr. Das ist doch schön, was wir haben. Das klappt schon. Dass ich mal jemanden finden würde wie dich. So. Jetzt schön Mund auf. Nee, sorry. Ich esse kein Fleisch. Gehen wir? Nee, ich gehe. Auf so einen scheiß Vegetarier habe ich keinen Bock. Ein Mann, der kein Fleisch ist, ist für mich kein richtiger Mann. Tschüss.